Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Video. Ich werde mal die Kamera so ein bisschen drehen, dass wir das da alle so ein bisschen besser drauf haben. Und zwar haben wir gerade ein Unboxing gemacht vom Ligavo Toxlink Matrix 4:4. Wie gesagt, ich hatte schon mal den 2:4 und ja, da gucken wir uns erstmal die Hardware an. Wie immer bekommen wir ein geprüftes Ladegerät dazu. Oh, der Aufkleber ist hier ein bisschen locker. Machen wir wieder fest. Der Kabel ist Standard bei Ligavo von der Länge eigentlich. Ich habe noch keinen kürzeren oder längeren gehabt. Die sind alle Standard. Was ich sehr gut finde. Ich muss das ja sowieso abpacken hier. Ich werde das ja gleich im Hardware-Check-Video anschließen. Ja, so eine Handbreite, also eine Armlänge würde ich sagen, ist es. So. Dann haben wir natürlich hier wieder die Gumminippel mit dabei. Die werden wir auch gleich ankleben. Wir haben die Fernbedienung, da werde ich gleich dazu kommen. Wir haben die Anleitung und jetzt kommen wir erstmal zum neuen Toxlink. Der ist jetzt etwas anders, wie ihr seht. Er ist jetzt viereckig, nicht mehr so oval. Und ich werde mal die Lampe hier vielleicht noch ein bisschen runter machen. Ja, die Ecke ist hier ein bisschen dunkel. Und haben wir denn? Ach, ich habe doch eine Steckdose hier. Ich möchte euch das dann gleichzeitig auch mal präsentieren, wenn er läuft. Vor dem Hardware-Check überhaupt, damit ihr das mal so seht, was da so leuchtet. Aber erstmal machen wir die Hardware an sich. Wie gesagt, er ist jetzt viereckig, nicht mehr so oval. Er ist etwas länger geworden. Er ist auch etwas schwerer. Vorne befindet sich natürlich auf der Oberseite wieder der oben rechts, oben links der Ligavo-Druck, unten die drei Punkte und die Modellnummer und was das ist. Das ist der 6518757 SPDF Toxlink Matrix 4:4. Und auf der Vorderseite sind hier lauter LEDs. Dann sind hier ein paar Knöpfe zum Verstellen. Hier ist nochmal ein Knopf. Hier ist der IR-Sensor. Und hinten haben wir vier Eingänge und vier Ausgänge plus Strom. Die Verarbeitung ist... Oh, hier sind so ja die Nippel vorgesetzt. Okay. Die Verarbeitung ist wie immer sehr gut. Ich sehe hier keine scharfen Kanten, Ecken oder sonst irgendetwas. Der Aufdruck oben, unten, in der Mitte ist auch wieder sehr gut. Ist nichts, oder? Nö, ist nichts irgendwie verdruckt oder so. Die Oberfläche ist jetzt, fässt sich zwar so, ja doch leicht rau an. Es sieht etwas rau aus, es fässt sich nur leicht rau an. Hinten und die Seiten genauso und unten auch. Unten haben wir natürlich auch wieder, dass man es nicht einfach in die Mülltonne schmeißen, auch falsche Richtung, dass man es nicht einfach in die Mülltonne schmeißen soll, dass es CE und TÜV geprüft ist. Jo, jetzt schließe ich das ganze Gerät einfach mal an. Also bevor ich es richtig mache, ich werde jetzt einfach auch mal die Gumminippel anbauen. Dafür setze ich mal meine Brille auf. Weil es kommt wieder auf die Unterseite von meinem Fernseher, praktisch aufs Gestell, also auf den Standfuß. Und dort werde ich jetzt hier auf den vorgestanzten Dingern, also hier sind so kleine Nippelchen drauf, da klebe ich jetzt einfach mal die Gumminippel für den festen Stand auf. Dass er nicht so wegrutscht und ja, auch nicht zerkratzt. Meine Tochter guckt auch gerade Film. So. Und da haben wir das schon. Und jetzt haben wir hier vier grüne Lampen, die leuchten. Überall ist, nee, hier ist Eingang 1, 2, 3 und 4. Jetzt gucken wir uns nochmal die Fernbedienung an, bevor wir weitermachen werden. Ach Gott. Auf der alten Fernbedienung, muss ich zerruppen, naja, toll. Auf der alten Fernbedienung stand auf einer Seite A, auf der anderen Seite B und dann konnte man halt auswählen, welches Gerät da laufen soll. Das ist jetzt hier etwas anders.
Ich werde das mal doch ein bisschen höher machen. So seht ihr vielleicht ein bisschen mehr. Hier haben wir jetzt auf einer Seite die Zahlen, auf der anderen Seite die Nummer. Jetzt werde ich einfach mal drücken A und dann machen wir auf 2. Achso, A ist ja vielleicht 2. A. Kann nicht gehen, wenn man den Schutzmechanismus nicht rauszieht. Ja, okay. A und dann 1, 2. Will er nicht? Vielleicht, weil jetzt kein Gerät angeschlossen ist, kann es natürlich auch sein. Man kann hier wechseln. Ich mache mal alles auf 1. So. Und geht da auch aus? Habe ich da überhaupt eine Batterie drin jetzt? Ja, eine Batterie ist drin. Achso, jetzt ist er aus. Jetzt ist er an. Das müsstet ihr ja sehen. Ich werde das mal ein bisschen weiter zurückstellen. Das müsste vielleicht ein bisschen besser zu sehen sein. Und wenn ich jetzt A drücke und sage 1... Aus geht er, an geht er. Aber er will gerade nicht die Nummern wählen. Vielleicht, weil kein Gerät dran ist. Das werden wir gleich im Hardware-Check natürlich mal testen. Weil der Schutzmechanismus ist so raus. Ist auch eigentlich die richtige Fernbedienung. Die wird auf den Bildern auch abgebildet. Ist die Batterie vielleicht nicht richtig drin? Werden wir mal überprüfen. Ja, was ist denn hier Plus, was ist denn hier Minus? Ja, muss aber eigentlich so richtig sein. Weil so rum passt sie nicht. Also so rum. So, jetzt schließen wir das einfach mal hier wieder an. Zack. Also die muss ja gehen, weil sonst würde er ja, blöde Frage, sonst würde er ja nicht an- und ausgehen. Aber er schaltet jetzt gerade nicht hin und her. Ich denke mal, das liegt daran, dass keine Soundquelle aktiviert ist. Das werden wir ja gleich sehen. Oh, jetzt hat er doch irgendwas verstellt, oder? Sehe ich gerade. Der steht bei B auf 2. Ah. Okay. Jetzt sage ich einfach mal 2 und B. B, 2. Ah, jetzt habe ich es raus. Man muss erst den Buchstaben drücken und dann die Nummer. Jetzt werden wir das mit A mal testen. A, 4. Ja. B, 3. C, 2. D, 4. Ja. So geht's. Jetzt habe ich es raus. Na, die Fernbedienung ist auch ein klein wenig dicker. Liegt auf jeden Fall besser in der Hand. Weil die andere war ein bisschen klein, aber für das kurze Moment, was man da stellt, ist das auch egal. Und den werden wir jetzt gleich im Hardware-Check, werden wir diesen erstmal anschließen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ich werde das jetzt gleich alles vorbereiten und dann werden wir den Hardware-Check-Video machen. An sich schon mal ein richtig geiles Gerät. Also wenn ihr wundert euch, was hier so kippelt, das war bei irgendeinem Video, hat das schon mal gekippelt, das liegt nicht an dem Produkt, das liegt an dem unebenen Tisch. Der ist hier nicht mehr... So, hier steht zum Beispiel fest, der Tisch ist halt nicht mehr so neu und da sind so einige unebene Stellen drin. Und ja, da werden wir jetzt auf jeden Fall mal ein Hardware-Check-Video machen. Da freue ich mich schon jetzt drauf. Und den werde ich heute Abend dann auf jeden Fall testen und benutzen, während ich Destiny spiele. Ich kann euch da definitiv schon mal sagen, ich werde auf A mein Headset machen. Ich drehe das mal um für euch, dann könnt ihr das besser sehen. So,
beziehungsweise hier ist der Output und hier ist der Input. Auf A werde ich mein Headset machen, auf B werde ich die Dolby-Anlage machen, auf C werde ich die werde ich Hauptaug machen, D ist frei. Und auf 3 kommt die PlayStation 3, auf 4 kommt die PlayStation 4, auf 2 kommt die Dolby-Anlage und auf 1 kommt, PlayStation 3, PlayStation 4, 2 ist der Receiver und 1 ist der Matrix 4 zu 1. Ja, da kommt ja auch nochmal ein optischer Kabel hoch. Das ist praktisch von meinem HDMI-Verteiler, einen optischen, der da hochgeleitet wird, dass ich den Ton dann auch jederzeit in die Aufnahme machen könnte, wenn ich zum Beispiel die Wii benutze, weil die ja selber keinen separaten optischen Anschluss hat. So, das soll es jetzt soweit auch gewesen sein zu dem neuen Toxlink-Verteiler von der Firma Ligavo. Ich würde jetzt hier das Video erstmal beenden und würde sagen, wir sehen uns gleich im Hardware-Check-Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.